Fellbach auf, wir sind da, wir haben das Bizarre-Festival heute. Bizarre, klar, Bizarre. Moment, wir haben natürlich lange drauf gewartet, ihr habt lange drauf gewartet. Viva präsentiert das Bizarre-Festival im Jugendpark in Köln. Ja, ich bin mal da. Ja, ich bin wach. Du hast was noch nicht ganz, weil es ist sehr früh. Es geht den ganzen Tag unheimlich heiß ab. Ich habe hier in der Hand. Ja, ist ja gut. Ja. Sonntag. Uhrenvergleich. Was ist das? Dies ist eine Running Order. Das haben wir dem Mixer geklaut. Das ist ein Zettel von den ganzen Bands mit den Uhrzeiten, die heute spielen. Und wer spielt heute? Unter anderem Such a Search, das Auge Gottes, Spermbirds natürlich, Urban Dance Squad, Therapy, Biohazard. Bad Religion und die Ärzte sind auch dabei. Also reicht. Wir haben noch lange Zeit, mit den Bands was zu machen. Ne? Wir werden halt hier den ganzen Tag mal rumlaufen, am Set sozusagen, wie sich das nennt. Genau. Die eine oder andere Band haben wir schon gehabt in der Sendung, Spermbirds, Urban Dance Squad, Such a Search. Die Jungs mal wieder treffen, ein bisschen quatschen. Guck mal hinter der Bühne. Ja. Und? Lass uns gucken. Würde ich sagen, ab. Ja. Hi, da sind wir wieder. Wir sind jetzt hinter der Bühne vom Bizarre Festival. Da ist die Bühne, da werden Ems umgeladen und. Wir sind gerade hier mit den Jungs von Massacre. Stellt euch gerade mal vor. Hello, I'm Fred, I play guitar in Massacre. Hello, I'm Jean-Marc and I play lead guitar. Ich bin Björn, ich spiele Schlagzeug. Ja. Der Mann ist Deutscher, die beiden sind Franzosen. Wie kommt die Konstellation zustande? Ja, es kommt so zustande, ich bin erst seit einem halben Jahr dabei. Der Produzent von den letzten beiden Massaker-Schallplatten, der kommt auch aus Wuppertal, so wie ich auch. Und als sie den letzten Schlagzeuger halt gefeuert haben, da hat er mich halt vorgeschlagen und dann bin ich eingesprungen. Naja. Und ihr probt jetzt in Wuppertal? Wir Jungs proben auch. In Wuppertal, ja. Naja. Siehst du, Wuppertal, auch ein musikalisches Städtchen. Eine Weltstadt mit Herz. Genau. Und jetzt auf dem Bizarre-Festival. Wie gefällt euch das Festival, die Leute? Ja, das Festival so großes ist Festival. Richtig bizarr. Ja? Ja. Was macht ihr auf der Bühne? Was macht ihr für eine Performance? Ja, heftig. Also krasses Zeug. Krass und heftig. The next song is Buccaneers! I don't care.
Wo sind wir noch? Wir sind natürlich noch auf dem Bizarre Festival in Köln. Und hier sind sie, wer? Such a Search. Peace out. Such a Search. Gleich geht's los, gleich gehen die Jungs auf die Bühne. Auf jeden Fall. Vorher kommen wir dann rocken wir erstmal das Haus. Aber komplett. Alle. Volles Brett. Wenn einen zeigen, was eine Hake ist. Ja. War in Amerika, wie war's mit der Platte? Es war prima, echt. Produzent ist echt. Produzent ist in Ordnung gewesen. Ja. Papa Dulli, grüße dich, gehen raus nach ETK New York, Alex Paralis und die ganze Familie. Und die ganze Dulli-Crew. Um mal gerade ein bisschen Ordnung da reinzukriegen, die haben in Amerika das Album aufgenommen, was ihr natürlich bald zu hören kriegt. Das kommt aber erst im Januar, ne? Ja. Im Januar. Vorher gibt's eine Maxi mit zwei Songs ausgekoppelt. Volles Brett! Erstmal so zum Anködern und dann... Under Pressure! Also, anködern. Und jetzt wird angeködert draußen. Für euch, ihr legt jetzt los. Viel Spaß beim Spielen, ne? So sieht das aus! Ja! Ihr seid dabei! Die Navigation, die geht zurück zu uns, aber gegen den Strom!
Wieder Baba vom Bizarre Festival, präsentiert von Viva. Ist das nicht schön? Hier hinter uns, nicht zufällig, sondern ganz gewagt, gewollt, steht Gam. Stellt euch mal kurz vor. Ich bin der Moses und spiele den Pickbass. Ich bin der Sven, ich singe und spiele Gitarre. Ich bin der Jan, spiele Schlagzeug und singe auch. Na, heute hat er nicht gespielt. Sven. Ich bin die Arme von Jan, weil er kann nicht spielen. Ich spiele auch Schlagzeug. Weil er Sehenscheine ist noch momentan. Guck dir mal ihn an, er ist eine Mischung aus Terminator und Buckelberg. Wer ist Buckelberg? Eine Mütze. Buckelberg? Okay, lass muss das man den kennen? Ah, nicht unbedingt. Ne? Wie ist es für euch auf einem Festival zu spielen? Bringt es das überhaupt für euch eine halbe Stunde? Nicht viel, oder? Das ist voll kacke, ey. Warum? Nee, was ist denn geiler? Live spielen in einem Club eine richtig anderthalb Stunden oder auf einem Konzert von vielen Leuten dafür eine halbe Stunde? Ja, man ist schon aufregend. Ich meine, man ist schon ziemlich aufgeregt davor. Deswegen doch gleich irgendwie schön Pannen irgendwie abgegangen. Aber ansonsten ist es, also man wird halt erst nach dem vierten Song oder so warm. Das ist halt irgendwie das Problem. Man normal, kann erst irgendwie und dann ist es auch schon wieder vorbei, dass man runter und ey, was ging denn hier überhaupt ab? Ey? Und so irgendwie ab in Umkleide und naja, ist halt. Das Geilste ist halt, dass man sich die anderen Bands auch noch reinziehen kann. Das ist der Vorteil. Und, stimmt, und bezahlt nichts, ne? Ja, genau. Und genau. Saufen und so. Und Chicks umsonst und so. Ey. Ja, geil. Chicks umsonst und ihr bezahlt auch nichts dafür, ne? Ist das nicht klasse? Deshalb? Gam.
jetzt stehen wir hier auf der Wiese, hinter uns Rettungswagen. Die Rettungsaktion folgt. Wir stehen hier mit den Spermbirds. Ken, Rotsch, Markus. Da fehlt aber noch was. Da fehlt doch noch was. Zwei Leute fehlen halt. Ja. Sie laufen gerade hinten da irgendwie. Ja, wie kommt das? Sie können nicht einfach fehlen. Ja. Roger. Es gibt ja noch was anderes zu tun, als nur mit Viva irgendwie zu sprechen. Also, wir sollen ja auch Musik spielen noch. Ne? Also, irgendwas müssen wir ja noch tun. Ja, du bist natürlich zwei weg. Ist auch okay, oder? Ja. So lecker. Er hat gelernt. Voll geil. Ja, die drei schönsten Typen der Band hier stehen. Also von okay, daher, das reicht uns. Wir wollen die anderen gar nicht mehr sehen. Die anderen brauchen wir gar nicht. Schon okay. Ja. Gefällt euch das Festival? Bitte? Gefällt euch das Festival? Ja, bis jetzt ganz gut. Aber viel los, ne? Ja, so viel. Also ich schätze bestimmt, das ist auf 5, 6, nein Quatsch, mehr. 10.000 noch? 10.000, 15.000, ja. Wahnsinn. Ja. Wie das uns war, das war vorstellen. Ja. Eins, was wir haben sollen. Wir haben ein bisschen Angst vor der Bühne, also ein bisschen groß und ein bisschen viel alles, aber ansonsten geht es uns noch gut. Ich war. Hallo Oma. Ihr müsst da durch, ne? Ken, you like to play here on this stage? Absolutely. So many people? Absolutely. No problem for you. No problem. I'm a little nervous though. Yeah. Just. Ihr habt doch gerade euer zweites Video auch fertig gemacht, ne? Ja, ja. Das haben wir immer noch nicht auf dem Tisch. Nee. Wie kommt das? Wo bleibt das? Da, weißt du, da gibt es ein paar Leute, die es nicht ganz so geil fanden, wie wir es fanden, und die wollen da ein bisschen irgendwie noch was machen. Nee. Also schick rüber den Toast, wenn ihr fertig habt. Wir haben es auch dabei, wir werden es nachher so verchecken irgendwie sowas. Gut. Unter der Jacke hier bestimmt. Okay, und wir schicken euch jetzt auf die Bühne. Was haltet ihr davon? Bis gleich. And they got real big muscles. Behavior, yeah! Oh no!
Thank you. Da sind wir, immer noch auf dem Bizarre Festival Backstage. Jetzt haben wir die Jungs vom Urban Dance Squad hier, zwei von ihnen. Und wollen wir halt ein bisschen fragen. Wir haben, cool, ne? Wir haben die Jungs schon mal in Amsterdam besucht, bei mir im Release von der CD. Ja, in Amsterdam, Proberaum. Im Proberaum haben sie richtig abgerockt und da kam gerade die CD raus. Persona non grata, non persona grata, ne? Ihr wisst Bescheid. Non persona grata. Und wir sind ein paar Monate ins Land gestrichen. Wie ist die CD aufgenommen worden? How was the reaction? The audience? I think it has been a good reaction. Ah, das neue Album ist gut angekommen. Yes. Insbesondere unsere Plattenfirma ist sehr glücklich, weil sie ihr Geld wieder reinbekommen haben. Anyway, so that's everything. Wir sehen irgendwie die andere Seite, weil wir die CD in den Clubs und auf Festivals vorstellen. Über Verkaufszahlen wissen wir nicht sehr viel. Die Publikumsreaktion ist gut, überall ausverkaufte Hallen. Ich denke schon, dass die Leute das Album mögen. In Deutschland ja auch in den Charts, die CD, und geht schwer ab. Nicht nur in den Clubs, sondern bei uns natürlich auch. Und jetzt sehen wir sie live, ne? Krieger. Dance Squad. This is the Dance Squad with Will Clark and Bill Floyd. Good morning, Vietnam! What's down, tripping, the rumble given from MCs. I make a moment black like my blues from my neck. Natural, who wanted to get lost? Rappers have my right place, and I am proud. And we clowns are Blake Snow. I know we scar free, we're just bringing the dust out of your monkey. Donkeys are turning junkies. I feel me feel like I'm a rap, just crunching. The job of babble, calling heavy's babble. Partners in the bubble, put the finger like Snapple. On your circle babbles, heavy man a cattle. So once it got four times, till the table saddle. On the stern line, in the temple, they crossing numbers, got clubs. Make hope music hits, fears that it is. Check the brother in the crowd that has the look. Brothers are made, keep them all in a tank with a rough up. Back with a foot will of course, forgive me that.
sind wir wieder mit Therapy. Wir haben die Jungs schon mal getroffen auf dem neuesten Now Festival und jetzt sind sie auf dem Bizarre. Die Jungs touren nur, sind nur unterwegs. Ich frage sie mal, ob sie überhaupt ein Zuhause haben. The whole month you are on tour. Do you have a home? Oder where's your home? Yeah, Dublin. Dublin? No, I moved to Dublin about 3 weeks ago and I've been there 2 weeks. 2 weeks, yeah. So ich bin vor ungefähr 3 Wochen nach Dublin in meine Heimatstadt geflogen und habe dort 2 Wochen ausgespannt. Das war der längste Urlaub seit 2 Jahren. Wir müssen wirklich auf vielen Festivals gespielt haben, aber es macht Spaß. I think every other day we've been playing a festival. But I enjoy it. You enjoy it? It's no problem for you to have only sleep in a hotel or something like that. Um Gottes Willen, es gibt genug Menschen, die auf der Straße leben. Da kann ich mich nicht beklagen, wenn ich im Hotel schlafen muss. What do you think is the difference between the German audience or the other? Is there a special? I don't know. I think audiences are pretty much the same. Wir vergleichen das Publikum nicht miteinander. Wir haben schon mehrmals in Deutschland gespielt und die Leute mögen uns wirklich, kennen unsere Songs und sind immer sehr begeistert. Man trinkt sich ein und hat Spaß. Darum geht es schließlich bei diesen Festivals. Eine große Party mit vielen Bands. Also macht es auf jeden Fall unheimlich viel Spaß zu spielen. Do you... Excuse me. You're all right. So, how do you feel for the gig? Ich freue mich schon auf unser Konzert. Wir haben lange nicht mehr live gespielt, nur ein paar Mal geprobt. Auf der Bühne fühlen wir uns eben am wohlsten. Ich werde mir wohl gleich auch noch Bad Religion und die Sperm Birds und Biohazard anschauen. Biohazard, so. Sie freuen sich auch mit den anderen Jungs zu spielen, habt ihr gerade gehört. Biohazard, Bad Religion und die Sperm Birds. Und wir werden sie jetzt gleich sehen. Therapy. Face like this one won't break any hearts. Thinking like that won't make any friends. Yeah! School that you get my thumb to. I don't want to think about anything like that. School that you get my thumb to. I don't want to hear about anything like that. I've got nothing to do. And it gets screwed up on you. I've got nothing to do. It's screwed up on you. Hey! The groove makes me feel alone. I look inside but no one's home. The fucker's coming. It's too bad, get up out of bed. I don't wanna think about anything like that. It's too bad, get up out of bed. I don't wanna think about anything like that. Nothing to do, and it gets screwed up on you. I've got nothing to do, and it gets screwed up on you. I've got nothing to do, and it gets screwed up on you. I've got nothing to do. Im Backstage, im richtigen Backstage, und zwar da, wo die Bands alle sind. Guckt euch mal um Sonntag, hier sind die ganzen Wohnwagen mit den ganzen Bands. Da ist, that's kind of pussy, das heißt. Ja, hier sind die ganzen Bands. Das sind die Jungs von Biohazard. What up, y'all? Right, Bill. Evan. It's Billy. Right. Und meine erste Frage an die Jungs ist, was sie lieber mögen. Ey, raus mit dem Ding, was sie lieber mögen. Entweder so ein Festival zu spielen oder eigene Gigs zu machen. My first question is, what do you prefer to play on a festival or on your own gigs? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir mögen beides. Festivals sind toll wegen der Partyatmosphäre und man trifft viele andere gute Bands. Wir wollen uns auf jeden Fall noch Therapy anschauen.
Wir sind ein bisschen spät dran, weil wir gestern auf einem Biker-Festival in Frankreich gespielt haben. Bad Religion und Urban Dance Squad wollen wir auch noch sehen. Leider haben wir schon viel verpasst. You played with them together, with Urban Dance Squad? Yeah, we played in Belgium. The name of that festival was... Wir haben mit Urban Dance Squad auf einem Festival in Belgien gespielt. Ein wirklich großes Festival. Den Namen habe ich vergessen. Festivals sind einfach faszinierend, wegen der Massen von Menschen, die dort auflaufen. It's kind of like, you know, it shows where you're at. Aber ein Festival kann niemals die Intimität eines Clubgigs ersetzen, wenn das Publikum quasi vor deiner Nase steht, wenn man es fühlen, berühren kann. Deshalb brauchen wir beides, die Festivals im Sommer und im Frühjahr kommen wir wieder nach Europa, um dort in den Clubs zu spielen. Biohazard. Stage Dive. Ja, bei so einem Festival ist das Problem, da ist eine große Security-Line, die Leute kommen nicht an euch ran und ihr steht drauf, dass wenn irgendwie Party auf der Bühne ist, on the stage, you know, there's, on your gigs, there's party on stage and you got all the stage diver performer on stage and you had that contact to the audience. And now on the festival, there's a security line and there's more distance. Is it a problem for you? It's not so much a problem for us. Das ist kein Problem für uns, aber es ist einfach langweilig ohne Stage-Scheibe. Die Leute erleben heute so viel Mist zu Hause, mit Freund oder Freundin, und da staut sich alles auf. Dann ist es doch besser, wenn die Leute diese Energie durch Stage-Diving rauslassen, als wenn sie sich eine Nadel in den Arm hauen oder eine Flasche Fusel saufen. Dummerweise ist das Stage-Diving manchmal nicht erlaubt, aufgrund irgendwelcher Reglements. Aber die sind ja dazu da, gebrochen zu werden. To come over to the barricade and come up on stage because certain rules and regulations which were made to be broken, you know. So sometimes they are, and that's it. That's all I will say. Okay. Also, viel Spaß beim Diven mit Biohazard. So it's called Tales from the Hard Side. You guys know what to do, right? You know what to do? Tales from the Hard Side. Hard Side. Tales from the Hard Side. Hard Side. Tales from the Hard Side! Hard Side! Tales from the Hard Side! Hard Side! Posse!
Tales from the Hall Side. Hall Side! Sind wir natürlich immer noch auf dem Bizarre Festival, präsentiert von Viva. Wie soll es anders sein? Es macht uns Spaß. Wir haben jetzt hier einen ganz kleinen Teil von Bad Religion. Viele von euch haben sich darauf gefreut. Draußen laufen auch ganz viele Leute rum mit Bad Religion T-Shirts. Und da sieht man, es gibt schon einige Fans hier, auch in Deutschland. Und? Ja, yeah, we have a lot of fans in Deutschland. Ja, er hat's verstanden. I speak perfect English, but ich spreche perfekt Englisch, aber ich ziehe es vor, nur Deutsch zu sprechen. So. Ich spreche kein Deutsch. Over to you. Yeah, okay.
Over to you, and then to me. So my first question is, you have the release of your new CD or EP is tomorrow. Can you? Monday. Monday. Okay. It's out on Monday. Is there something special on the CD you want to tell us or something like that? Ja, es gibt was ganz Besonderes an unserem neuen Album, nämlich 15 neue Songs. Aber es gibt auch was Spezielles für unsere Fans in Europa. Die ersten 15.000 Alben enthalten Aufkleber und einige zusätzliche Songs. Eine limitierte Auflage also. Das bedeutet, dass ihr so schnell wie möglich in den Plattenladen gehen solltet. It's a limited edition, yeah. So, I guess it means get to the store early, folks. Yeah. I know I'll miss it. Yeah. Also, schnell in den Laden die neue Bad Religion holen, weil die ersten, wie viel, how many? 15.000. 15. Nicht 15, die ersten 15.000, die erwarten eine Überraschung. Spezielle limitierte Auflage, Bad Religion. Here's a song called Tiny Voices. Was glaubt ihr, wessen Füße das sind? Das sind Promi-Füße. Dreimal dürft ihr raten. Stimmt nicht. Ärzte. Stimmt auch nicht. Die Ärzte. Aus Berlin. Die Ärzte aus Berlin. Warum darf man keine heliumgefüllten Luftballons kaufen? Das ist so, wenn man heliumgefüllte Luftballons loslässt, dann fliegen sie in die Troposphäre, wo sie dann zerplatzen, dann fallen sie runter und wenn sie auf die Weltmeere fallen, dann essen die irgendwelche Fische und sterben daran. Deswegen kauft man keine heliumgefüllten Luftballons mehr, wenn man echt PC ist, so wie wir. Und weil man wegen den blöden Delfinen keine Fische mehr fangen darf mit Netzen. Kriegt man da nicht so eine hohe Stimme von diesen Ballons?
Wenn man die trotzdem kauft, dann gibt es Terror. Terror, und zwar weltweit. Oder Krieg, ja. Ich habe aber nichts verstehen, aber macht nichts. Ja. Mann, das sind die Ärzte und die werden heute heizen auf dem Bizarre. Oder wie man hier in Köln sagt, Affrogge. Affrogge, ja, genau. Ja, hat er schon gelernt. Affrogge oder auch Löwenrogge. Also okay, bevor Sie... Entschuldigung, liebe Zuschauer. Verzeihung, also Rodrigo und ich wollen uns schwerstens distanzieren. Ich nicht. Ich finde mich super. Ja. Wir finden ihn, naja. Na, jetzt sag mal. Aber ich spiele aber du mich findest. Ich bin halt wegen dem Geld wieder mit Ihnen sozusagen, deshalb. Nein, aber bevor... Wir sind der Nachliner. Ja, der Nachliner. Der Nightliner. Nachliner. Und der Funliner. Ja. So, wir nehmen euch jetzt die Kamera weg. Soll ich die Kamera jetzt auf euch zu reden? Okay. Oh. So, was hast du denn hier zu suchen? Oh, weiß ich auch nicht. Was hast du denn hier zu suchen? Das ist ein Scheißdreck. So, machen wir kurz. Die Ärzte beim Kacken. Wir sind jetzt hier in einer Toilette. So scheißen Sie das. Da ist, glaube ich, Chumbawamba drin. Nee, das sieht eindeutig nach Biohazard aus. Wir haben Sie nochmal. Bela, eine kurze Frage. Jeder will es wissen. Ihr seid im Fernsehen. Bei Biber, genauer gesagt. Den besten Musiksender, den es gibt. Was ist das hier hinten für ein Ding da? Was ist da drin? Rauf, raus. Zum Glück sage ich das jetzt nicht vorne. Ne? Toll, ein Kugelschreiber, ist ja super. Okay, wir sind schon den ganzen Tag hier, wir waren gestern auch schon hier. Und das Festival läuft nur seit 8 Stunden und es hat noch nicht geregnet. Stark. Das ist einen kleinen Applaus wert. Ein Applaus für Gott. Da wir gerade von Gott sprechen, Bela singt das nächste Lied. You should be.
doch, das war's vom Bizarre Festival. Wissen wir auch, warum das Festival Bizarre heißt? Ja, du hast es gerade gesehen. Sieht, ne? Das sieht bizarr aus. Hier war Party. Ja, das üben wir aber nochmal, ne? Mit dem Müll. Ordentlich Party war hier. Ja. Ja, ne? Hör mal, die Leute gehen gerade, da hinten ist noch Visions Party. Ja, noch mehr Party. Da gehen wir gleich Party. Ein Säftchen trinken. Immer weiter. Säftchen? Ja. Aber du löhnst. Ja. Okay. Ja. Gut. Okay. Jetzt kommt eigentlich nur noch ein Schlussbonbönchen. Ja. Das kommt jetzt gleich. Wir verabschieden uns. Uns bleibt nicht mehr viel zu sagen als guten Abend, die Madel und servus, die Burm. Nächsten Dienstag wieder einschalten, 22 Uhr. Auf gar keinen Fall brav bleiben. Also, führt euch. Komm. Ja. Second best band in the world, Biohazard. I mean best. We'll take second.